Seit dem 8. Dezember 2015 ist Destiny nicht nur ein Shooter, sondern auch ein Rennspiel, zumindest für rund 3 Wochen lang. Denn der Patch 2.1 führte mit der sogenannten Sparrow Racing League einen temporären PvP-Modus ein, in dem wir mit unseren Schwebegleitern über speziell designte Rennstrecken düsen. Wie das aussieht, was alles neu ist und ob die Rennen überhaupt Laune machen, erkläre ich jetzt. Für den neuen SRL genannten Modus hat Bungie 2 Rennstrecken entworfen, einen Kurs auf der Venus und einen auf dem Mars. Die Venus-Strecke, die hier gerade im Video zu sehen ist, ist etwas übersichtlicher gestaltet und daher optimal für den Einstieg geeignet. Daher ist es blöd, dass wir auch in der SRL keine Maps auswählen dürfen. Die Kartenwahl ist wie in den anderen PvP-Modi rein vom Zufall abhängig. Auf der Strecke gibt es im Prinzip nur ein Ziel, und zwar Erster werden, egal mit welchen Mitteln. Statt jedoch immer nur Vollgas zu geben, ist es oft sinnvoll, gerade in engen Kurven die Handbremse zu ziehen oder die beiden vorderen Schultertasten zu verwenden, um zur Seite zu dashen. So lassen sich andere Spieler wegschubsen und außerdem können wir so leichter die Boost-Tore treffen, die überall auf den Kursen verteilt sind. So bekommen wir nicht nur einen Geschwindigkeitsschub, sondern füllen auch wieder unsere Dash-Ladungen auf, erkennbar an den Symbolen in der linken unteren Bildschirmecke. Davon abgesehen gibt's auf beiden Strecken diverse Abkürzungen und verschiedene Pfade. Nach jedem Rennen gewinnen wir Glimmer, Rufpunkte und diverse Items, darunter Shader, Rüstungsteile und sogar neue Sparrows. Die SRL hat sogar eigene Beutezüge bekommen, die wir uns im Hangar im Turm bei Amanda Holiday abholen können. Die Aufgaben lauten dann zum Beispiel, dass wir 5 Rennen absolvieren müssen oder in einem Rennen nicht kaputt gehen dürfen. Mit dem Patch 2.1 wurde auch der Everversum Shop in Destiny aktualisiert. Der verkauft nun etwa ein Statistikbuch für die SRL und diverse Sparrow-Päckchen. Ein so ein Päckchen enthält garantiert einen legendären Sparrow. Laut Bungie sollen die einzelnen Fahrzeuge aber keinen signifikanten Vorteil bieten. Pay-to-Win gibt's in Destiny SRL also nicht. Ich finde, der Rennmodus ist eine schöne Abwechslung zu den anderen PvP-Modi, zumal es auch 320er Items als Belohnung geben soll. Dafür, dass Bungie den Modus so groß angekündigt hat, bietet er für mich unterm Strich aber zu wenig Inhalt. Das ist alles ganz nett, aber wenn man das ein Wochenende mal gespielt hat, ist eigentlich die Luft raus. Außerdem frage ich mich, was mit der Sparrow Racing League passiert. Das Event geht nämlich nur bis zum 29. Dezember 2015. Ich halte es jedoch für möglich, dass der Modus wie zum Beispiel das Eisenbanner-Event regelmäßig zurückkehrt. Bis dahin, viel Spaß beim Rumdüsen!